Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal CMOX mit mir, Steven. Mich werdet ihr bisher noch nicht kennen, bis auf ein paar Battlegrounds Folgen und auch vielleicht Rocket League, wo ich mal dabei war. Neues Projekt von mir, Fußballmanager 2013, mittlerweile durch die Community Updates auf FM Zocker. Zum Fußballmanager 2017 erweitert und ja, ich habe mir gedacht, wir fangen einfach hier einen Karrieremodus an und zwar mit Start in Deutschland in einer höheren Liga und das sind jetzt hier schon die drei Angebote, die wir jetzt bekommen haben und zwar einmal hier die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Rattenballsport Leipzig, Rasenballsport Leipzig natürlich. Ne Quatsch, also die werde ich auf keinen Fall nehmen. Da müsste schon viel passieren, dass ich hier Leipzig nehme. Ja, es kann jeder Fan sein, wie er will, auch von Leipzig ist mir egal, aber ich kann einfach mit dem Verein nichts anfangen und wird dementsprechend auch meinen Karrieremodus dann eher mit der TSG 1899 Hoffenheim machen oder mit Eintracht Frankfurt. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Ich denke, schwierig. Ich würde mir vielleicht mal kurz die Jugend angucken der beiden Vereine, weil ich immer sehr viel Wert auf die eigene Jugend lege und da auch immer wieder dann Eigengewächse hochziehe. Okay, man sieht jetzt hier die Talentstärke gar nicht. Das ist natürlich nicht von Vorteil. Ich denke, das ist ziemlich dasselbe. Frankfurt, Hoffenheim. Hoffenheim ist schon fast eher so die Richtung Leipzig, ne? Ich glaube, ich gehe zu Frankfurt. Einfach so, weil ich finde, dass es ein cooler Verein ist. Mit schön vielen Hools in echt. Und wir werden einfach jetzt hier 2-Jahres-Vertrag machen, fairen. Und dann rein starten. Also man sieht es ja auch hier, das war alles vorher nicht drin, das ist alles durch die Community-Updates erst reingekommen hier, diese Ladebildschirme und sowas. Das ist alles komplett neu. Und unter anderem halt auch Datenbank-Update, Spielerbilder-Update und so weiter, alles hier drin. Wenn da mal einer Lust hat oder wissen will, wo das her ist oder wie das funktioniert, gibt es auch schon etliche YouTube-Videos dazu von Impact zum Beispiel, der auch ein Let's Play macht zum Fußballmanager. Oder Grauer Saut, ich glaube der auch. Aber ja, mich könnt ihr auch jederzeit dazu fragen. So, jetzt sehen wir hier die Tabelle. Klar, erste Bundesliga mit Frankfurt. Werden wir mal schauen. Geht runter bis in die Bayernliga. Habe ich das Ganze, also bis in die Oberliga praktisch simuliere ich das Ganze in Deutschland und habe auch noch andere Länder drin, die ich mit simuliere. So, die größeren Ligen auf jeden Fall. So, Saisonziele. Denke ich, sind wir mit dem unteren Mittelfeld gut dabei. Gesichertes Mittelfeld könnte ich mal machen. Aber dann geht das Transfersbudget runter. Ja, ich würde das jetzt am besten einfach mal so lassen. Und werde jetzt hier auch nicht großartig was ändern, weil ich nämlich der Meinung bin, dass es ganz gut passt. Am Anfang werden wir das Infrastrukturgeld brauchen, um unsere Bürogebäude zu erweitern und den Scouting-Bereich auszubauen. Und ich glaube, dass in der ersten Saison oder zumindest in der ersten Hälfte der Saison sowieso mit Transfers noch nicht so viel laufen wird. So. Schauen wir mal. Ja, passt. Die Farben von Eintracht Frankfurt passen natürlich auch sehr gut zu unserem Kanallogo. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Aber ich mache mir ganz gern hier die ganze Kacke im Hintergrund weg und richte mir das dann mal direkt ein. Was ich immer ganz gerne hier habe, sind Gebäude im Bau. Das lasse ich mir immer anzeigen. Finanzen. Was brauchen wir noch?
bla bla bla. Scout-Missionen, aber die. Alles, was so mit den Spielern zu tun hat, mache ich mir eigentlich ganz gern dann hier rüber. Top-Jugendspieler gibt es hier irgendwo noch, ja. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Senkrechtstarter bezieht sich halt allerdings auf die komplette erste Liga dann. Verliehene Spieler. Ich lege halt auch ganz viel Wert drauf, dass ich junge Talente, wo ich weiß, dass sie bei mir so schnell keinen Fuß fassen werden, die werde ich auch verleihen. Und ich werde auch versuchen, Kooperationsverträge zu schließen, aber kann sein, dass es in der ersten Saison dann noch nichts wird. Aber ja, das werden wir dann sehen. Was interessiert mich noch? Notenbeste Spieler? Nee, das brauche ich eigentlich nicht. Extra Spielort. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ist eigentlich auch unnötig. Taktik. Ja, genau, Taktik und Teamstatus, das ich mir dann auch als immer anzeigen. Da sieht man ja, dass wir taktisch noch ein bisschen Aufholbedarf haben. Aber ja, wir haben ja noch keine Vorbereitung und nix. Das lehnen wir ab. Erstmal. So, und dann schauen wir gleich mal, was hier denn Sache ist. Privater Bereich, da werde ich am Anfang nur segeln gehen eigentlich. Das ist mir eigentlich egal. Ich lege auch hier nicht so viel Wert drauf auf den ganzen Kram hier. Nur hier halt bei Hobbys. Da klicke ich dann einfach. Es kostet ja nicht viel Zeit. So, als erstes starten wir mal hier von vorne durch. Man sieht auch das hier. Das ist auch alles erst durch das Community-Update entstanden. Diese Leiste, die ist auch neu. Und ja, also es ist schon mega heftig, was FM-Zocker da, was die Community da zusammengebastelt hat. Das ist echt der Hit. So, dann gehen wir mal in die Saisonvorbereitung. Ich würde ganz gerne ins Trainingslager mit der Mannschaft nach Sylt. Und zwar für 14 Tage. Und natürlich dort dann auch Freundschaftsspiele, mal so gegen unterklassige Vereine eher, um die Mannschaft so ein bisschen, um die Mannschaft einfach so ein bisschen fit zu bekommen, dass sie sich ein bisschen einschießen können. Das ist eigentlich so der Hauptgedanke. Tag der Jugend, lege ich immer ganz viel Wert drauf. Sponsorentag. Fanclub-Treffen und die Saisoneröffnung machen wir hier vorm ersten Pflichtspiel der Saison. Ist ja gleich der DFB-Pokal. Da könnten wir eigentlich hier nochmal ein Freundschaftsspiel legen. Auch wieder gegen so Schrottverein. Laktattest mache ich eigentlich alles noch ganz gerne nach dem Trainingslager, um einfach zu sehen, wer ist denn fit und wer ist denn nicht fit von meinen Jungs. So. Ich weiß nicht, ob es das jetzt schon gewesen ist. Muss im Hintergrund immer mal ein bisschen die Uhr im Auge behalten, weil ich das eigentlich jetzt nicht so gern in die Länge ziehen möchte. Ich werde versuchen, immer so bei 15 bis 20 Minuten die Folgen zu belassen. Ich denke, das ist für den Fußballmanager eine ganz gute Zeit, weil irgendwann doch die Konzentration auch bei den Zuschauern verloren geht und auch die Lust vielleicht. Deswegen werde ich das nicht so in die Länge ziehen. Ich werde auch die Spieltage eigentlich immer mit der Sofortberechnung machen, um das Ganze einfach nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Es gibt durchaus Let's Plays oder YouTuber, die das anders machen, die dann Videoberechnung, also diese Videotext machen oder Textmodus, aber bin ich jetzt einfach kein Fan von. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber ich mache das auf jeden Fall so. Gut, das ist sonst soweit mal okay. Zweite Mannschaft haben wir keine. Okay. Gut, okay, das ist dann ein Punkt weniger, um den ich mich jetzt hier widmen muss. Erste Mannschaft ist aber ziemlich viel. Ich spiele eigentlich immer mit einem relativ kleinen Kader, weil braucht man eigentlich nicht, ne, so viele Spieler.
Werden wir jetzt sehen, was wir da verkauft bekommen und was nicht. Jugendmannschaft. Da werden wir dann auch gleich mal noch drüber gucken, was denn da so drin ist. Man sieht, dass hier sogar in der Jugend manche Spieler schon ein Spielerbild haben. Ist auch alles durchs Community Update. Boah, die haben ja sau viele Scouts. Das ist richtig geil. Die können wir auch alle erstmal so behalten. Ja, ich glaube, dass Frankfurt auch in echt relativ gute Jugendarbeit hat. Ich glaube, da die werden auch jedes Jahr ausgezeichnet für ihre Jugendarbeit. Also da, das ist wirklich auf ganz hohem Niveau. Ja, was ihr hier gerade seht, ist, dass ich halt diese ganzen Scouts einfach Jugendspieler scouten lasse. Hat einfach den Hintergrund, dass ich dann Angebote bekomme für neue Jugendspieler. Das werde ich hier jetzt auch gleich noch bei den Mitarbeitern, wenn ich es denn finde, ändern. Den werde ich jetzt mal die Aufgaben zuweisen. Okay, wir haben keinen Amateurtrainer. Gut, wir haben auch keine Amateurmannschaft. Also Jugendspieler verpflichten, das mache ich. Jugendmannschaft aufstellen kann der Jugendtrainer machen. Einsatz und Taktik. Ah ja, jetzt müssen wir mal gucken. Robert Kovac, genau. Zwei Co-Trainer ist meines Erachtens eigentlich unnötig, deswegen entlasse ich den zweiten jetzt mal. Robert Kovac, übrigens der Bruder von Niko Kovac, der ja eigentlich Trainer ist, aber jetzt bin ich ja der Trainer. Deswegen ist er... Nee, oder? Gibt's den hier auch? Ich guck mal kurz. Würde mich jetzt gerade mal einfach interessieren. Ah, die sind hier gar nicht drin, das sind ja nur die Spieler, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Die Kovac-Brüder in echt ja bei Frankfurt als Trainer und Co-Trainer aktiv. Ich kann die aber leider nicht auseinanderhalten, wer da wer ist. Ja, genau, das machen wir. Wollte ich jetzt noch machen. Einsatz und Taktik. Lassen wir den Kovac machen. Aufgaben zuweisen, Kovac im Spiel auswechseln, machen wir. Trainingsplan und so, das kann alles er machen. Spieler verschieben wir. Stadionausbau, Umfeld, kann alles der machen. Das interessiert mich nicht. Jetzt erstmal, aber Jugendcamps soll er noch keine bauen. Fanartikel kann auch der Marketingmanager machen. Finanzen regeln macht Freddy Bobic erstmal. Genauso wie die Eintrittspreise. Mitarbeiter verlängern, einstellen und mit Sponsoren verhandeln, das mache ich ganz gerne selbst. Testspiele, Trainingslager, Spielerverträge, Ablösesummen definieren, das machen alles wir, bis auf den Strafenkatalog, da habe ich jetzt nicht so viel Interesse dran. Genau, dann schauen wir mal einfach kurz. Also ich mache es bei der Jugend immer so, ich werde am Anfang die schlechteren Spieler, die werde ich direkt aussortieren und nach Hause schicken, weil ich mal gelesen habe, dass die Spieler, die man für die Jugend angeboten bekommt, die richten sich danach, wie der Sterneschnitt bzw. auch der Stärkeschnitt der Jugendspieler ist. Und wenn ich jetzt hier natürlich die 2-Sterne-Spieler raushau, dann treibe ich natürlich den Schnitt nach oben, ne? Ist ja logisch. Wenn ich jetzt hier die 2-Sterne-Spieler entlasse, dann ist, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Das wird jetzt gleich erledigt sein. So, 2,5-Sterne-Spieler. Kann man erstmal lassen. Ich würde vielleicht ganz gern erstmal so alles unter 45 aussortieren, weil die sowieso niemals Fuß fassen werden bei mir. Beziehungsweise auch, selbst wenn ich sie ausleihen würde, mir nichts bringen. Deswegen haue ich die jetzt einfach mal raus. Das ist auch was, das macht eigentlich jeder anders. Ich macht es einfach so rigoros. Mir ist es egal, auch wenn da mal einer dabei ist, aus dem vielleicht ein halbwegs starker Spieler werden würde, aber ich mache das so ganz gerne. Einfach
Dasselbe machen wir jetzt mit der B-Jugend. Oh, hier sind noch. Also hier sind schon mal richtige geile Granaten dabei. Nils Stendera zum Beispiel. Ah, das ist der Bruder von Marc Stendera, der bei uns in der ersten spielt. Geil. Ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass dem sein Bruder in der Jugend spielt. Aber das finde ich zum Beispiel, sowas finde ich richtig geil. Dass da dann auch von dem dann das richtige Bild da drin ist. So, das machen wir jetzt hier genauso. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt schon zu Beginn eine richtig, richtig starke Jugend. Und da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen und auch mit den Scouts, da lässt sich jetzt schon richtig schön mitarbeiten. Ich werde gerade jetzt die drei hier auch noch entlassen. So, jetzt haben wir da mal schön aussortiert vorerst. Jetzt werden wir natürlich auch gleich noch hier diesen drei Top-Spielern. Der ist nie im Leben 15. Also das Bild muss neuer, muss schon ein bisschen neuer sein, weil es startet hier ja praktisch 2016 im Juli. Aber jetzt beim Ernst, der sieht doch nicht aus wie 15. Der hat ja ein Vollbart. Naja. Bei manchen früher, bei manchen später. Bei manchen gar nicht, so wie bei mir, aber ist auch scheißegal. Ja, Privatlehrer und Sonderbetreuung machen wir hier bei ihm. Genauso wie bei diesem Kerl hier. Und auch bei ihm. Hier sind jetzt noch keine Spielerbilder drin. Irgendwann, sobald ich einen hochgeholt habe und der dann bei mir Stamm spielt, dann werde ich den auch ein Spielerbild zuweisen, dann also einfügen. Ich habe mir da mal das Spielerbilderpaket von Van Bergen runtergeladen. Übrigens, Van Bergen einfach legendär. Ich finde den Typ einfach Weltklasse. Macht auch richtig geile Videos. Ich habe seinen Fußballmanager Let's Play immer so hart gesuchtet. Ich habe mir da manchmal die Folgen 3-4 Mal angeguckt, aber naja, so viel dazu. So. Dann schauen wir uns in der Folge mal noch schnell den Kader an. Moment, ich lösche jetzt hier mal kurz die Aufstellung. Das geht mir nämlich auf den Sack, wenn ich das hier sehe, da vorne, wer da jetzt aufgestellt ist. Ich sortiere mal. So, sieht man schon. Marktwert mal so. Sowas wie jetzt ihn zum Beispiel hier, ne? Leon Bethke. 18 Jahre, 56er Stärke. Pff, 2,5 Sterne Talent, das ist jetzt nicht der Burner. Deswegen werde ich den einfach verkaufen. Ich schaue jetzt mal, wer den gleich haben möchte. Aus der Regionalliga oder so. Kein Mensch will den haben. Gehen wir mal vom Preis ein bisschen runter. Aber ich glaube, VfB Stuttgart, die wollen den nie im Leben haben, oder? Also ich könnte mir auch überlegen, ob ich den einfach in die zweite Mannschaft verschiebe und dann eine zweite Mannschaft aufbaue, ne? Mit dem dann, den dann vielleicht verlängere. Werde ich das machen oder werde ich das? Ich hau den jetzt einfach mal erst in die Reserve und dann mache ich mir nochmal Gedanken. Nein, falsch. Ja, Bethke. Aktion in Reserve verschieben, dauerhaft. So. Timothy Chandler. Varela. Der ist zur Laie. Okay. Aber da haben wir, ich glaube, den habe ich mir mal irgendwann gekauft. In einem anderen Spielstand. Den fand ich richtig geil, der Typ. Gut, da haben wir drei. Den Chandler, den werden wir natürlich mal gleich versuchen zu verlängern. Einfach ein richtig guter Spieler. Du wirst in der Regel spielen, 3 Jahre. Dann versuchen wir einfach mal zum selben Gehalt das Ganze zu verlängern. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Transferbudget haben wir noch 7 Millionen. Gehalt 6,8. Und Baukosten 4,3. Also ich denke, da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Dann schauen wir noch weiter. Also ich werde am Anfang jetzt nicht so viel Transfers machen.
bin da einfach kein Fan von, am Anfang schon so viel zu machen, was im Transferbereich, den Transferbereich angeht. Oh, die sind zur Laie, okay. Weiß jetzt nicht, wie ich das finden soll, dass sie so viele Leihspieler haben. Insgesamt 5 Spieler. Aber naja. Ist halt so. Marco Rus, auch einfach ein legendärer Typ. Hatte ja eine schwere Krebserkrankung. Aber ist jetzt wieder zurück, Gott sei Dank. Ich freue mich schon aufs DFB-Pokalfinale gegen Dortmund. Frankfurt wird wahrscheinlich ein richtiger Feuertanz, Alter. So, schauen wir mal noch, was wir da noch so aussortieren können. Links-Rechtsverteidiger sind wir gut aufgestellt. Innenverteidigung passt auch soweit. Defensiv. Hasebe. Auch ein richtig geiler Typ. Werde ich auch gleich versuchen zu verlängern. Stammplatzgarantie. Wirst in der Regel spielen. 3 Jahre. Und 1,7 Mille. Versuchen wir mal. Dann haben wir noch Omar Mascarell. Auch richtig krass, ey. 23. 7 Sterne Talent. Richtig gut. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Gucken wir mal hier bei ihm. Also so ein Spieler zum Beispiel. Weiß nicht, 25. 68er Stärke. Durchschnittliches Talent. Den könnte man vielleicht mal versuchen zu verkaufen. Würde ich sagen. Den Slobodan Medejovic. Vertrag, Spieler anbieten. Vielleicht ist nicht unbedingt die erste, aber vielleicht in die zweite Liga. Hier vielleicht erste FC Kaiserslautern. Meine Liebe. Mein Verein. Vielleicht für 600.000. Lautern ist ja jetzt auch nicht so finanziell unbedingt gut dabei. Okay, dann probieren wir es mal bei Pauli. Genau, 600.000. Pauli wird sich dann schon melden bei uns. Dann zentrale Mittelfeldspieler ist bei mir immer schwierig. Okay, Flum, der kann jetzt halt auch noch offensiv spielen. Aber normalerweise spiele ich immer ein 4-1-2-1-2, also sprich Viererkette hinten, defensiver Mittelfeldspieler, linker, rechter Mittelfeldspieler, offensiv und zwei Stürmer. Also das ist eigentlich so bei mir die Standardaufstellung, mit der ich immer spiele. Ja, hier, Husti und so. Okay, will im Moment nicht verlängern, okay. Aber hier Flum, der wird wahrscheinlich wollen. Das kann man auch gleich mal versuchen. Wirst auf jeden Fall einige Male spielen, aber nicht für 1,8 Mille. Dann gehen wir auch mal das, was er vorher hatte. Ja, es ist halt jetzt scheiße, man sieht es jetzt, ne? Rechtes Mittelfeld ist nichts da. Und links halt nur Linksaußenspieler. Also da muss man dann auf jeden Fall mal schauen, vielleicht in der Winterpause, was man da vielleicht ranzüchten kann. Aber der ist auf jeden Fall auch schon richtig brutal und der wird auch linkes Mittelfeld spielen können hier. Weiß jetzt nicht, Gaginovic, wie man den jetzt richtig ausspricht. Ja, der wird zu leise sein. Andrejevic von AC Florenz. Den Plum, naja. Kann man auch mal eine Vertragsverlängerung. Ah, möchte er nicht, okay. Das wird sich alles dann nach der Hälfte der Saison klären, wer dann wirklich bleiben will und wer nicht und wer. Ja, das wird sich alles rausstellen. Marc Stendera, Fabian und der hier zum Beispiel. 20. Den könnte man vielleicht mal versuchen zu verleihen, weil der ja eigentlich ganz gut ist. Spieler anbieten. Zur Laie. Vielleicht irgendwo, wo er dann auch Stamm spielt. Vielleicht so dritte Liga. Vielleicht bei Duisburg. Nee, okay. Rot-Weiß Erfurt. Ah, das ist zu teuer von der Leihgebühr her. Gehen wir mal runter. Und schauen uns mal an, was. Ich möchte ihn halt ganz gern zu einem stärkeren Verein stecken, ne? Gehen wir mal zu Kiel, was die so haben im offensiven Mittelfeld. Okay,
Da wird es schwierig im offensiven Mittelfeld für ihn. Er ist dann schon eher Regionalliga Südwest. Vielleicht bei Elversberg. Gehen wir mal runter vom Budget auf 0. Hauptsache er spielt halt, ne? Das ist ja die Hauptsache. Machen wir das mal raus und bieten ihn mal an. Genau. So, dann wird er wahrscheinlich zu Elversberg gehen, zur Laie. Schauen wir mal noch weiter. Meier ist halt schon ein krasser Typ, ne? Verletzungsanfällig halt, aber brutaler Spieler. Richtiges Kopfballungeheuer mit 1,96, richtig geiler Spieler. Also auch wenn der jetzt eigentlich hinter den Spitzen ist, werde ich den auf jeden Fall halten, weil das einfach ein brutaler Spieler ist. Dann, der ist auch geliehen von Everton, genau. Und dann werden wir immer noch versuchen, den hier zu verlängern. Und den werden wir dann aber, denke ich, verleihen. Du spielst sicherlich auch mal in der ersten Mannschaft. 90.000, 3 Jahre, zack. Kann man sich nicht beschweren. Und Seferovic, den werden wir versuchen zu verlängern. 3 Jahre. Du wirst in der Regel spielen, kann man dem schon sagen. Und auch versuchen wir es einfach so zu halten, das Gehalt, nicht unnötig nach oben zu treiben. So, jetzt schaue ich mal kurz auf die Uhr. Bisschen überzogen, 25 Minuten, aber ich denke, für die erste Folge geht das mal voll in Ordnung. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr seid gespannt, wie es weitergeht hier bei Frankfurt. Ich freue mich schon drauf, das hier richtig aufzubauen, die Jugendspieler hochzuziehen. Und dann werden wir mal sehen, was wir in der ersten Liga so reißen können mit Frankfurt. Also, haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.